Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Edelnutten zu einem neuen Part. Let's go Evoli, Pokémon Let's go Evoli mit dem Zwergenfürst. Ja, heute geht's hier weiter auf dieser Route und wir kämpfen direkt mal gegen sie. Auf geht's in den ersten Kampf auf dieser Route. Nummer, keine Ahnung. Route, keine Ahnung, Richtung, keine Ahnung. Wir laufen mal voran und kommen irgendwann mal irgendwo an. Picknickerin Amelie fordert dich heraus. Die fabelhafte Welt der Amelie. Der fabelhafte Kampf der Amelie. Evoli! Sie hat ein Evoli. Ich habe ein Knuffenser. Jo, ein Rankenhieb. Na denn. Na komm, Pieper, du kriegst das hin. Pieper, Rankenhieb. Diese lächerliche Evoli. Das kriegst du doch besiegt. Das ist nicht unser Evoli. Also, es ist lächerlich. Ja, so schaut's aus. So. Na komm, sind nur zwei Pokémon. Das wird mein Team noch wohl hinkriegen. Na, mach's kaputt. Ich meine damit nicht das Evoli, sondern mein Knuffenser. Mach das Evoli kaputt. Nicht andersrum. Und dass es nicht andersrum passiert. Na komm. Volle Möhre. Rankenhieb. Na, volle Möhre sieht anders aus, aber wir kriegen's hin. Langsam, aber sicher. Wenn man das Evoli besiegt, vor allem weil es immer noch schwache Attacken einsetzt. Na komm. Na komm, zu Tode gepeitscht. Ja, mit Rankenhieb zu Tode gepeitscht. Ja, deine Defensivattacken, die bringen dir nicht viel. Okay. Dann halt Säure. Sternschauer. Oh wei. Doch, das bringt ihm schon was. Oh, verfehlt. Ah nein. Komm, Pieper, du wirst das doch wohl noch hinkriegen. Rankenhieb. Oh Mann. Pieper hat's verkackt. Ja, verkehrt würde ich jetzt nicht sagen, er hat schon viel geschafft, aber... Flix, du bist dran. Ganz Flix in den Kampf mit dir. Anton. So, noch ein bisschen. Das kriegst du hin. Na komm. Routenschlag, ja, das hat Anton auch, aber... Das bringt nix. Kratzer, na doch, das bringt schon was. Aber wenn ich offensive Attacken einsetze, kannst du nicht mit defensiven Attacken kommen. Duflo, ja, Lanze gegen Wasser, definitiv. Achso, habe ich jetzt auf Weiterklicken gekämpft, geklickt. Auf Weiterkämpfen geklickt. Rechte Wegstarben verbusselt. Oh, oh. Und ich setze auch eine Aquaknarre ein. Was ist eigentlich los mit mir gerade? Was ist los mit mir? So, ja, dann mal Blacky. Blacky, du bist dran. Ach, das schon wieder. Na komm, Controller. Das ewige Spiel. Das leidige Spiel. Na komm. Du schaffst das. Der Joy-Con. So, Flackerband, machen wir kurz einen Prozess. Bombarda Maxima, nein. Flackerband. Verbrennung, das ist gut. Dann ist das Duflo auch gleich besiegt. Haben wir gleich so einen spannenden Kampf am Anfang des Parts. Naja, geht so. Nicht spannender als jeder andere, aber auch spannend. Na komm, Biss. Mach den ganzen ein Ende. Du besiegt. Nice. So. Hätten wir das auch. Picknickerin Amelie besiegt. Oh, du bist aber stark. Du gewinnst 420 Pokémon oder gehst siegreich aus dem Kampf gegen Picknickerin Amelie hervor. Du hast zwei Superbälle. Na denn.
auf und davon und weiter in diese Richtung auf dem Weg nach ich weiß nicht wohin City. Ja. Darunter vielleicht. Ich will nicht gegen so viele kämpfen. Es kommt ja hier noch das Pokémon-Fang an und das ist eine Sackgasse. So ein Mist. Hohohoho, na los. Mach deinen Zug. Der Weihnachtsmann greift an. Hohoho, oder was? Wanderer Rudolf fordert dich heraus. Na dann, versuch's doch. Drei Pokémon, ach du Schande. Dafür, dass das nur eine Sackgasse ist, ist das ganz schön viel. Na komm, Evoli, du kriegst das doch wohin. Doppelkick. Mach's alle. Das ist nur ein einfaches Kleinstein. Das kriegen wir doch erledigt. Das wäre doch gelacht. Oh oh, das sieht schlimm aus. Naja, ist gar nicht so schlimm. Das war noch Explosion oder sowas. Ja, schön und gut. Und meinem Evoli ein bisschen was abgezogen. Aber es lebt noch. Noch ein Kleinstein. Was soll denn der Mist? Dann Doppelkick. Das hat beim letzten was gebracht. Hauen wir rein. Oder treten wir rein, um genau zu sein. Steinwurf. Ja, darüber kann ich nur herzlich lachen. Hahaha. Doppelkick, na komm. Kleinstein besiegt. So. Und dann kommt das dritte. Noch ein drittes Kleinstein oder was? Nicht dein Ernst. Ein drittes Kleinstein. Du hast ein Team von drei Kleinsteins. Dein Stein, nicht Kleinsteins. Muss man mal richtig stellen. Ja gut, von mir aus. Umso leichter für mich. Los, Doppelkick. Was? Mit drei Hieben haben wir es auch besiegt. Na komm. So, Doppelkick. Zack. So, du bist alle. War mir eine Ehre, mit dir zu kämpfen, Wanderer. Hohoho, sag ich nur. Rudolf besiegt. Hohoho, wie es scheint, habe ich verloren. Ja, das scheint so. Du gewinnst 880 Pokémon und gehst siegreich aus dem Kampf gegen den Weihnachtsmann hervor. Du erhältst drei Pokémon für diese kleine Sackgasse. Alles Klärchen. Ja gut, da müssen wir wohl noch ein paar andere Kämpfe bestehen, um weiterzukommen. Okay, hier entlang. Das scheint richtig zu sein. Trainer Nummer 3 in diesem Part. Ich werde den Felstunnel nehmen, um nach Lavandia zu gelangen. Ah ja, Felstunnel nach Lavandia. Da wissen wir ja, wo wir sind. Camper Moritz fordert dich heraus. Ein Wanderer und ein Camper. Ja, scheint ein schönes Naturgebiet zu sein. Los, Evoli, kämpfe! Du hast schon zwei besiegt, zwei Trainer. Naja, fast. Und das kriegst du auch noch hin. Doppelkick. Na komm. Okay, das bringt nicht ganz so viel, wie erhofft. Ja, Blicky ist schon fast besiegt. Sternschauer, vielleicht bringt das was. Na komm. Wow, das bringt einiges. Ja, das war effektiv. Sandama besiegt. So, Ratzikarl. Weiterkämpfen. Warte, ich habe doch, glaube ich, einen Blattstein mit im Rucksack. Kann ich da nicht Evolution im Blatt-Pokémon machen? Naja, das wäre ein bisschen blöd. Also ich bräuchte schon Wasser-Pokémon. Also müsste ich Blackie eigentlich zu Aquana machen. Aber dann ist Flackerband ein bisschen hinfällig. Ich dürfte gar nicht klappen mit Flackerbrand. Aquana werden. Naja. So, Radikal ist ziemlich zäh. Dann würde ich mal sagen, Doppelkick.
beenden wir den Kampf. Jo. Hab ich mir schon gedacht. Radikal besiegt. Nice. Dann war das auch. In Kürze ein paar Trainer besiegt. Ich muss trainieren. Blacky wird hier stärker und stärker, aber der Rest des Teams bleibt irgendwie doch schwach. Bodycheck. Ja. Rücksichtslose Attacke, bei der sich der Angreifer selbst leicht verletzt. Naja, ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Ja, gegen Biss können wir es vergessen, aber wir können gleich die nächste Attacke, die kommt, die wird vergessen. Also, nee, die wird nicht vergessen, da wird Bodycheck vergessen. Bin ich nicht so ein Fan davon. Da war nichts zu holen. Du gewinnst 420 Pokémon Dollar, nicht 4000. Und zwei Superbälle. Mieser Camper hier. Der GC-Kreis ist im Kampf gegen den Camper hervor. Jo. So, und weiter. Ja, okay, die müssen weit kommen. Der aber nicht. Eine Camperin. Diese verdammten Camper hier. Picknickerin. Okay, ich nehme das zurück. Picknickerin Lona fordert dich heraus. Die ist nur zum Picknicken hier. Wir kennen sie nicht. Alles klar. Goldini ist ja wohl ein Witz. Die stampfe ich platt mit einem Doppelkick. Könnte ich auch einen Bodycheck nehmen, aber ich bin schon ziemlich geschwächt. Also Evoli ist ziemlich geschwächt. Muss nicht sein. Ja, das macht mir Angst. Definitiv. Na komm, lass dich nicht besiegen. Doppelkick. Bats. Na, es geht doch. Kriegen wir hin. Na komm, Blackie. Hau drauf. Bats. Goldini besiegt. War ein leichtes. Na dann. Kit erreicht Level 22. Sehr gut. Tauburger. Weiterkämpfen. Ja, auch Tauburger kriege ich noch hin. Das kriegen wir mit Flackerband hin. Da wird ein bisschen gefackelt. Da wird nicht lange gefackelt und Flackerband eingesetzt. Auf geht's. Oh, die hat's überlebt. Die Tauburger. Ja, ist ein weibliches Tauburger. So. Flackerband noch einmal. Mach's alle. Nice. So. Und weiter geht's. Den nächsten Trainer besiegt. Trainer über Trainer in diesem Part. Oh nein, das war zu viel des Guten. Du gewinnst 420 Pokémon Dollar und gehst dich griff aus dem Kampf gegen die Picknickerin hervor. Zwei Superbälle. Nice. Und weiter auf der Mist leider. Route 10. Okay, hier scheint es lang zu gehen. Nein, geht's nicht. Wasser-Pokémon haben wir noch nicht. Ich wollte mal kurz nachgucken. Im Beutel, nicht im Pokédex. Im Beutel. Was habe ich denn da? Ich meine, mich daran erinnern zu können. Das war da mal ein Fossil. Das hätten wir eigentlich mal einsetzen können, oder? Noch mal entwickeln können. Blattstein. Kann ich das jemandem geben? Blicke nicht möglich. Ah, okay. Alles klärchen. Müssen wir hier durchs hohe Gras. Ein wildes Nidoran. Oder? Das ist ein Nidoran. Riesig. Ja, Nidoran. Männlich. Na komm, dich fange ich mir. Batterieleistung des Controllers lässt nach. Ja. Ich kann gerade nicht anders. Na komm. So. Wir fangen. Ja, das brauchen wir nicht fürs Team, aber zum Leveln. Nice. Ein paar Pokémon im wilden Gras fangen. Im wilden Gras. Ja. Im hohen Gras. Ein paar wilde Pokémon im hohen Gras fangen. Das bringt was. So. Davon haben wir scheinbar noch gar keins gefangen. Alles klar. Supertank.
Pokémon und wilde Trainer in diesem Part. Oh, ein Pokémon Center, das können wir gebrauchen. Team Rocket, was macht das denn hier? Ich fasse es nicht, das ist doch diese kleine Göre, die uns ständig dazwischen funkt. Oh, noch mehr Team Rüpels, Team Rocket Rüpels. Wegen dir hat niemand mehr Respekt vor Team Rocket. Hatte das vorher jemand? Das ist die Frage. Und wenn das so weitergeht, können wir dem Boss nicht mehr unter die Augen treten. Was bedeutet, dass dir jetzt eine ordentliche Abreibung bevorsteht? Oh nein. Direkt vom Pokémon Center, wie fies. Nicht so schnell. Wer ist denn das? Ein Lapras. Ihr rottet euch zu viert gegen ein einzelnes Mädchen zusammen? Das ist unverzeihlich. Keine Ahnung, wer du bist, aber wenn du dich einmischst, machen wir dich auch fertig. Ich übernehme die drei. Kümmerst du dich um den Hampelmann dort? Ich habe schon so eine Ahnung, wer das ist. Aber ich bin so müde. Ich will keine Beschwerden hören. Los, reiß dich zusammen. Das ist doch ein Top-4-Trainer, oder was? Schon in der Musik zu erkennen. Und das ist Team Rocket. Schon in der Musik zu erkennen. Ein Pokémon von Rüpel von Team Rocket. Der Rüpel fordert mich heraus. Ein Clown von Team Rocket. Schon irgendwie wild. Radikal. Oh, ich bin wieder geheilt. Rankenhieb. Naja, Pipi kann da wahrscheinlich nicht sehr viel ausrichten, aber ein bisschen was kann er machen. Ein bisschen was kann er versuchen. Ja, ist ja nur Team Rocket. Das kriegen wir doch zumindest ansatzweise hin. Na komm, Pepe, gib dein Bestes. Ja, es ist doch radikal schon zur Hälfte besiegt. Na, krieg fast Pepe alleine hin. Ist kein Problem. Flix. Nur mit den zwei Schwachen. gegen Team Rocket muss man nicht die Stärksten einsetzen. Ja, was ist? Controller, reagier. Ach, was soll denn der Mist? Einwechseln. Flix, du bist dran. So, dann würde ich mal sagen, Aquaknarre. Das bringt vielleicht nicht viel, aber den Versuch war es wert. Ja, das bringt wirklich extrem wenig. Das war ja fast ein Witz. Superzahn. Ja, komm. Ich hatte auch nicht gehofft. Oh, das hat er auch ausgehalten. Ich hatte nicht gehofft, dass Anton das jetzt schafft. Aber gut. So, Kratzer. Und warum bringt Superzahn so wenig? Kann mir das jemand erklären? Ist Anton effektiv dagegen oder was? Knirscher bringt aber was. Und Anton wurde besiegt, hat aber lange ausgehalten. Meine Güte. Und der Mamira. Ja, Evoli wollen wir hier nicht einsetzen für diesen Kampf. Das ist nicht nötig. So, dann würde ich mal sagen, Pfund. Ja. Wir machen dich alle. Na komm, Pfund. Ja, fast. Fast besiegt. Wie wär's mit Dublexieb? Superzahn, halt aus, Mira. Du kriegst das hin. Und dein Shiny Hieb von Mira. Nice. Und wurde besiegt. So, neues Level für Mira. Level 18. Alles klar. Erholung, ja. Das kannst du haben. Vielleicht gegen Enigma. Das ist eh nicht so. Die Spitzenattacke. Erholung erlernt. Erholung erlernt. Cool. Erfordringen. Neues Level. Team Rüpel Rocket besiegt. Team Rüpel Rocket. Ja. Klingt cool. Knatsch. Der Boden unter den Füßen.
Wie bringen wir das nur dem Boss bei? Gar nicht. Ihr werdet es nicht bis zum Boss schaffen. Die Batterie ist leer. Oh, Mist. Ja, und nun? Der andere Joy-Con. Kann ich mit dem weiterspielen? Ja, kann ich. Ja. Jetzt habe ich den Dialog weggeklickt. Mist. Wir waren zu dritt und hatten trotzdem eine Chance gegen dich. Deine Ace-Pokémon sind viel zu stark für einen gewöhnlichen Trainer. Wer bist du? Ach so, das sagt sie. Hatten keine Chance, oder? Ich bin Lorelei von der Top 4. Wenn ihr wollt, kann ich euch in Eiszapfen verwandeln, so wie eure Pokémon. Oh, du kriegst zu Top 4. Oh, in dem Fall, rollt zurück, verschwindet alle. In dir steckt ein talentierter Trainer, Zwergenfee. Du hast mich sehr überrascht. Verstehe, du sammelst also die verschiedenen Arena-Orden. Mit meinem Evoli. Jo, das tue ich. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem du dich der Pokémon-Liga stellst. Ich nicht. Das wird ein harter Tag. Wir sehen uns wieder. Ja. Bis dahin muss ich ordentlich trainieren. Hier rein. Ins Pokémon Center. Willkommen im Pokémon Center. Sollen wir den Pokémon wieder fit machen? Jo. Mach's einmal fit. Okay, dann nehme ich meine Pokémon für einen kurzen Moment in meine Obhut. Na denn. Sind eigentlich geheilt, aber wir haben gerade gekämpft. Kann man es mal vorbeibringen. So. Bitte wir uns bald wieder. Jo. Und weiter geht's hier. Da zerschneiden wir mal den Busch. Spaltschnitt. Na komm, spalte den Zerschneiderbusch. Den Spaltschnittbusch. Oh, Pikachu. Stupst dich an und möchte, dass du stupst dich an. Möchtest du zustupsen? Stups. Wird hier gespielt. Alpha Dragon scheint viel Spaß zu haben. Ja, das hoffe ich doch. Mit meinen Videos hoffentlich. Du findest drei Superbälle. Du verstaust sie in der Fangtasche. Ja, schaut so aus, als wären wir hier bei dem Tunnel angelangt. Felstunnel, Umleitung nach Lavandia. Ja, dann geht's wohl im nächsten Part in den Felstunnel. Oder haben wir hier noch ein bisschen Zeit? Dann kämpfen wir hier mal gegen sie. Der Felstunnel ist ein hartes Pflaster. Du sollst ein bisschen mit mir trainieren, damit du für alles gewappnet bist. Soll ich mein komplettes Trainingsprogramm mit dir durchgehen? Auf geht's. Dann zeig ich dir jüngere Generation mal, wie man so richtig ins Zeug knickt. Na denn, auf geht's. Den Kampf jetzt hier mal zum Abschluss. Zwei Pokémon. Vom Trainer-Coach Julia. Hieß Julia? Ja, sah so aus. Pflanze gegen Wasser. Jo, das bringt's. Rankenhieb, das dürfte jetzt ordentlich reinhauen. Na komm. Ja, das bringt nicht so viel. Und Rankenhieb, zack. Ja. Das macht schon was. Hypnose, nein, nicht doch. Oh nein, jetzt schläft Pepe. Das ist schlecht. So, wie wäre es denn mit einem Aufwecker? Das wäre doch was Vernünftiges. Aufwecker, da habe ich 8 noch von. Ja. Und setze es ein. Na, Aufwecker. Alles klar. Luftstrahl wird dir nicht viel bringen. Es ist ein Pflanzen-Pokémon. Ja, ist zwar ein schwaches Pflanzen-Pokémon, aber es ist ein Pflanzen-Pokémon. Na komm, gib alles. Pepe wurde besiegt. Ach Mist. Na dann. Kit vielleicht. Der hat in diesem Part noch gar nicht gekämpft. Können wir den mal kämpfen lassen. Kann der sich beweisen gegen das Kapuzzi.
Flügelschlag, versuchen wir es mal. Hypnose schlägt fehl, das ist gut. Ja. Ist nicht das Beste, aber auch nicht das Schlechteste. Na komm. Hält ein bisschen aus. Mach's alle. Ja. Dann kommt noch ein Pokémon nach. Aber jetzt erstmal das Kapuzzi besiegen. Na komm. Hält der Stand, Kid. Sei ein tapferer Kämpfer. Ein starker Kämpfer. Na komm, nur noch ein bisschen. Einmal Flügelschlag, noch einmal mit deinem Flügel schlagen. Und dann ist das Kapuzzi besiegt. Oder auch nicht. Kid wurde besiegt. Na denn. Vielleicht doch lieber Blackie. Na komm. Machen wir kurz einen Prozess mit Evoli. Ja! Bodycheck einmal ausprobieren. Können wir jetzt mal machen. Bats. Ja, das bringt nicht so sonderlich viel. Das war eher unklug. Aber ja. Ach, nur so einen minimalen Schaden. Ach ja. Das ist ja nix. Flix-Design erlernt. Konfusion. Wenn ich richtig gelesen habe. Weiterkämpfen. So, Junia. Setzt Razaf ein. Razaf. Das ist schon so ein Name. Bodycheck. Mal schauen, was das bringt. Na komm. Wow, das bringt viel. Ja, das kann man machen. Na komm. Fängt an zu verzweifeln. Ja, bei der Attacke. Na komm. Mach's zu Ende. Oha. Der ist noch nicht ganz besiegt. Boah, Razaf ist stark. Blackie wurde besiegt. Oh Mann. Hilfe. Alpha Dragon. Den Rest, den kleinen Rest noch. Ja. Ich wage es fast zu bezweifeln. Na komm. Halt's aus. Halt durch. Das. Ja, mit dieser Attacke. Hilfe. Habe ich noch einen Beleber mit dabei? Ja, gut. Weil die Pokémon halten das bestimmt nicht aus. Na komm, ich würde jetzt ja wohl nicht vorm Ende noch krepieren. Oder doch? Ja, kacke. Konfusion. Was auch immer das bringen soll. Durchbruch. Oh, weil. Nira. Okay, noch so. Am Ende des Parts so ein Verlust. Ach, Kacke. Ach, Kacke. Ach, Mist. Das hätte so gut sein können. Mit einem Sieg hier am Ende des Parts noch gegen sie. Tja, einen Satz mit X, das war wohl nix. Na dann. Wenn mich nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal sitzt seid und ja kein weiteres Video mit dem Zwang fast verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Ich mach das Video jetzt zu Ende. Ich mach jetzt Schluss. Ja, man sieht sich auf meinem Kanal, wenn es hier durch den Tunnel geht. Oder in einem anderen Video auf meinem Kanal. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.